Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker 2 mit den beliebtesten Leveln am Sonntag. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Ja, ich bin in der Vorproduktion vom Urlaub und deswegen ist diese Folge heute etwas unaktueller. Aber wir schauen einfach mal rein, ob es neue Level gibt und lassen uns überraschen. Wir haben hier ein Speedrun-Level mit einer Abschlussrate von 42%. Ich würde sagen, damit fangen wir an. In 44 Sekunden kann man den schaffen. Auf geht's. Wir gucken mal, ob wir den schaffen. Und dann schauen wir mal, wie lang auch die Folgen gehen werden. Ich weiß es halt absolut überhaupt nicht. Und wenn ich das sehe, ist hier Refreshing dabei. Also das Level kriegt definitiv ein Buu. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass dieses Level irgendwas Gutes an sich hat hier. Das ist einfach nur Schmutz, das ist einfach nur Schund. Hier passiert so viel auf dem Bildschirm, dass hier das Ganze einfach abraucht. Und solche Level müssen auf jeden Fall aus diesen hier raus. Eigentlich würde ich am liebsten gar nicht weiterspielen. Aber, naja, ich denke mal, so, gibt sogar eine Speicherflagge. Und da bin ich auch noch gestorben. Na, großartig, toll, toll. Jetzt hat man den ganzen Refreshing-Scheiß hinter uns und jetzt bin ich auch noch gestorben. Okay, wir schauen mal. Okay, das ist... Da komme ich nicht mal rein. Okay, jetzt habe ich sogar einen Schlüssel bekommen. Nee. Das ist der größte Schmutz, den es überhaupt gibt hier, sowas. Nee, da braucht auch kein THX am Ende sein. Einfach buh, weg damit mit so einem Level. Refreshing braucht kein Mensch, da bleibt ja der Switch hängen. Okay, Find the Pictures hatten wir schon gespielt. Platforming in the Sky mit einer 6,78%igen Abschlussrate. Da wollen wir mal schauen, ob wir das irgendwie ein bisschen hinbekommen. Und jetzt kriege ich auch noch eine... Da ist natürlich jetzt nicht gut, weil ich bekomme gerade eine Nachricht. Da muss ich dann auf jeden Fall mal reinschauen. Aber erst wenn das Level vorbei ist. Vielleicht gibt es ja einen Speicherpunkt. Ja, gibt es sogar. Sehr schön. Ja, das macht aber Spaß. Gut, da oben kommen wir ran. Dann kommen wir dahin. Uiuiui, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Sehr gut. Jetzt muss ich nochmal ganz schnell schauen, wer mir hier was schreibt. Da muss ich mal ganz schnell antworten. So, und wir machen jetzt hier gleich weiter. Da wollte nämlich mal ein Kumpel ankommen. Dass das gerade jetzt bei der Aufnahme ist, ist natürlich ein bisschen schlecht. Er wird natürlich nochmal antworten. Aber ja, das passiert halt so in der Vorproduktion. Ne? Was haben wir hier? Super Monty Bros. 3. Musiklevel. Kurz und knackig. Okay, was haben wir hier für eine Abschlussrate? 30%. Was muss man hier machen? Das ist die Frage. Okay, wir schauen einfach mal rein. Wir lassen uns überraschen. Sind doch ein paar andere Level dabei, die wir so nicht gespielt haben, glaube ich. Okay, was passiert hier? Okay, soll ich einfach aushalten oder was? Hä? Was bitteschön soll ich hier machen? Ich hab's absolut nicht verstanden.
hab's absolut nicht verstanden, was ich noch machen soll. Wahrscheinlich aushalten. Wahrscheinlich einfach, oder gibt's hier vielleicht irgendwo einen Schlüssel? Den ich mir hier holen muss. Aber aushalten kann ich ja auch nicht, ne? Und das für ein Schmutzlevel. Nee, also da gebe ich jetzt einfach ein Bu. Das habe ich entweder nicht verstanden. Kommt weg. Plattforming in Space. 6,16%. Wir schauen uns lieber das Level an. Oh mein Gott. Okay. Kriegt man auf jeden Fall besser hin, denke ich mal. Wie gesagt, nächsten Sonntag ist definitiv dann auch, ja, meine eigene Schuld. Also wie gesagt, diesen Sonntag ist Vorproduktion, nächsten Sonntag ist Vorproduktion und danach muss ich mal sehen. Vielleicht habe ich ja Glück sogar, dass ich danach dann wieder live aufnehmen kann, den Sonntag. Da bin ich mir aber noch nicht ganz so sicher. Müssen wir mal schauen. Uhuhuhu. Ey, das ist ja richtig, richtig gemein hier. Muss ich jetzt da oben hin? Ja. Definitiv ganz schnell da zum Speicher. Oh Gott. Ich glaube, das habe ich verkackt. Da hätte ich ein bisschen schneller sein müssen. Weil ich werde hier jetzt nicht drüber kommen, weil ich zu wenig Anlauf habe. Da hätte ich mich definitiv ein bisschen beeilen sollen. Okay, das war besser. Und da nach oben soll ich jetzt. Okay. Okay, das hat auch noch alles geklappt. Da gibt es noch ein Leben drin, ist sehr gut. Und ja, hat Spaß gemacht, hat definitiv Spaß gemacht. Wunderbar, besser als definitiv das vorhergehende Level. 30 Sekunden haben wir nicht ganz geschafft. Ah, und da hat mein Kumpel schon wieder geschrieben. Okay, Platforming in the Ruins haben wir noch nicht gespielt. 5,61% Abschlussrate schauen wir uns definitiv jetzt nochmal an. Vielleicht schreibe ich zwischendurch mal sehen, je nachdem, wie weit wir jetzt hier durch das Level kommen, ne? So, schnell hier rüber. Okay, da brauche ich einen Schlüssel. Dann könnten wir sogar schon am Speicherpunkt sein, wenn alles gut läuft. Ne, sind wir nicht. Doch, sind wir. Sehr schön. Ducken, springen, rüber. Okay, das hat geklappt. Hui, sowas ähnliches haben wir, glaube ich, sogar schon mal. Sowas ähnliches haben wir, glaube ich, sogar schon mal gespielt. Und warum bin ich da nicht. Ärgerlich. So was Ärgerliches. Okay. Probieren wir das Ganze nochmal. Da muss ich wahrscheinlich ein bisschen schneller sein. Da muss ich definitiv. Oh Gott, okay, da kann man sich auch ein bisschen aus. Einfach im richtigen Moment springen. Dann hätte das auch wahrscheinlich beim ersten Mal geklappt. Aber jetzt bin ich doch voll da. Ihr habt wahrscheinlich auch euren Spaß, wenn ich fehle. Deswegen ist der ein oder andere Fehler auch nicht. Ich werde diesen Sonntag vielleicht nochmal hier die beliebtesten Level spielen. Und nächsten Sonntag werde ich in der Vorproduktion wahrscheinlich dann schauen, dass ich 6,78% Kaizo. Werde ich vielleicht schauen, dass wir uns mal 0% Level anschauen.
Mal sehen, wie es da läuft. Ob wir da vielleicht sogar ein paar schöne dabei haben. Ah, da hätte ich rutschen müssen alles. Okay. Vor allen Dingen habe ich... Oh Gott. Ah, da hätte ich noch mal, auf den hätte ich nochmal drauf springen können, dann wäre ich sogar am Ziel gewesen. Sehr gut. Also, was heißt am Ziel? Da wäre ich am... Speicherpunkt gewesen. Sehr schön. Dann geht's hier durch, dann geht's hier rüber. Ducken, ducken. Ah, und da hätte ich den Schwung mitnehmen müssen. Okay, und dann hätte ich da aufs Trampolin müssen. Na gut. Aber Speicherpunkt ist ja erreicht, deswegen können wir das Ganze jetzt nochmal probieren. Und das ist hier. Wunderbar. Hätten wir auch in dem vorhergehenden Versuch eigentlich schaffen können, wenn ich da nicht das Momentum mitgenommen habe. Aber ja, das war auf jeden Fall ein sehr schönes Level. Sowas macht Spaß, es ist auch nicht zu kompliziert. Das hat man probiert, das hat man abgebrochen. Okay, TRX to all, Plane Adventure. Was haben wir in der Technik? 1,49% Abschlussrate. Ne, das tue ich mir jetzt nicht an. Musik, Clashes, Kunst ist auch alles nicht meins. Das lassen wir mal weg. Hier haben wir nochmal so einen Speedrun. Der ist relativ weit unten, hat eine Abschlussrate von 30%. Mal sehen, wie er ist. Wenn es hier ohne Refreshing ist, gibt es vielleicht ein Toll, mal sehen. Oder ein Herzchen, ansonsten gibt es natürlich ein Buh. Aber wollen wir erst mal schauen. Ah, Dreiersprung, ne? 1, 2, 3. Okay. Gar nicht so verkehrt. Na, ersten Abschnitt geschafft. So, hier kommen wir durch. Hier sollen wir spinnen. Das wurde gut angezeigt. Die nehmen wir auch weg. Da kommen wir einfach durch. Hätte ich hier oben drüber gemusst oder hätte ich unten drunter gemusst? Naja, gut, okay. Bis auf den Dreisprung am Anfang, den ich verkackt habe, hat es mir nicht so geflasht, aber es war auch nicht so ein Level, wo ich sage, da muss ich jetzt ein Bu geben unbedingt. War okay, können wir weitermachen. Speedrun, Kunst. Den hat man schon, hier haben wir einen 60 Sekunden Hard Speedrun, also einen richtig schweren, mit einer Abschlussrate von 5, und ein bisschen was Prozent. Dann nehmen wir halt den und schauen uns den zusammen an, wie der werden wird. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Du, 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 du. Okay, das ist alles gut. Das haben wir auch ganz gut hinbekommen hier. Hier müssen wir schauen, hier müssen wir wieder... Schießen, rutschen, springen, rutschen, springen. Warum hat es den nicht mit kaputt gemacht? Das verstehe ich jetzt nicht. Kann ich natürlich nochmal von Anfang an machen, ne? Okay, es war ein... Er wurde als hart deklariert, der Speedrun. Das erste war bis jetzt noch nicht... War bis jetzt noch nicht hart, muss ich sagen. Aber da mit dem... Mit dem Twomp? Ah, okay, den hat es nicht mit weggedonnert, weil ich zu zeitig wahrscheinlich an den Powerblock gesprungen bin. Okay. Ah! Ich verkackt. Okay. Gut. Müssen wir das erste nochmal machen. Ich vermute mal ohne Speicherpunkt. Oh ne, doch, hier gab es einen Speicherpunkt. So, diesmal hat es geklappt, aber ich habe den Powerblock nicht gesehen, dass ich den in der Hand habe, dass ich den da loswerden. Okay. Aber wie gesagt, hier gab es einen Speicherpunkt.
sehr schön. Okay. Jetzt bin ich wieder drinne, ja. Jetzt bin ich wieder drinne. Oh Gott, das war knapp wahrscheinlich. Okay. Puh, was mit den Eiszapfen hat man schon mal irgendwo gesehen. Und so hart fand ich den jetzt gar nicht. Also wie gesagt, wenn ich da am Anfang nicht verkackt hätte. Ja, wir bekommen noch ein End. Schöner Endscreen. Ist auf jeden Fall ein Level, was ihr euch selber anschauen könnt. Und mit Sicherheit seid ihr schneller als 1 Minute und 6 Sekunden. Aber definitiv. Okay, weiter geht's. Bowser's Castle, Kaizo Light. Wollen wir mal reinschauen. 6,48. Wir haben ziemlich viele Kaizo-Level heute wieder dabei. Die gab es am Sonntag, wo ich die Sonntagsfolge aufgenommen habe, aber noch nicht hier. Die sind definitiv neu. Okay. Okay. Verstanden. Aha, und den habe ich echt nicht gesehen. Muss ich ganz ehrlich zugeben, den Spike dort habe ich nicht gesehen. Den habe ich echt nicht gesehen. Warte mal, hier geht's nach unten und da haben wir sogar schon die Speicherflagge. Oh Gott sei Dank habe ich die erreicht. Ich bin einfach zurückgerannt. Ich habe den Switch dort oben nicht gesehen. Aber alles gut. Alles gut bis jetzt. Okay. Da ist das Ziel. Na wunderbar. Richtig gut. Die Manchas verschwinden auch alle und ich kann durch die Tür gehen und bin weg hier aus Bowser's Castle im Kaizo-Style. Sehr schön, hat Spaß gemacht. Wunderbar. Ah, ich bin so glücklich, dass ich das geschafft habe. Ah, natürlich in 16 Sekunden langsamer als der Weltrekord, aber das ist egal. Wir haben mal so einen Speedrun 50 Sekunden, das lassen wir mal. Power Trip, Technik Level. 1,49 lassen wir definitiv weg. Da haben wir so ein Cave-Plattform, die haben wir gespielt. Piranha Plane, NSA B2 11 Fungi Field. Wollen wir mal reingucken, 22%ige Abschlussrate, World 1, Mushroom. Sieht so aus, als ob es zu einer Superwelt gehört. Einfach mal gucken. So. Hier haben wir schon mal einen Pilz drin. Und da haben wir unsere erste Starcoin gefunden, wenn ich das richtig sehe. Schönes Level. Ah, gab es hier nochmal einen Pilz drin? Ja, jetzt wahrscheinlich auch eine Feuerblume gegeben. Da ist der Speicherpunkt. Leben. Ja, sehr schön. Dran gedacht, finde ich immer gut. Jetzt kriegen wir aber unsere Feuerblume. Okay, wie komme ich an die ran? Ah, da hätte ich den Cooper gebraucht. Da hätte ich den Cooper gebraucht. Da wäre ich da definitiv rangekommen. Komm da ran. Was haben wir denn hier Schönes? Nochmal ein Run-Up. Okay. Da ist schon wieder ein Coupon. Ne, da haben wir kein Leben. Naja, egal. Doch, wir sind schon am Ziel. Geiles Level. Hat Spaß gemacht, richtig schön Nintendo-like, kriegt auf jeden Fall ein Herz, also da brauchen wir gar nicht drüber reden, hat Spaß gemacht, so. Sehr gut, dann geht's weiter, Nintendo Switch, sowas hatten wir schon mal, Adventures, Snow in Speedlift am Tag, Game Over. Hier haben wir 1-4 Yoshi's Garden, Difficult 1. Das ist wie gesagt aus der Superwelt wahrscheinlich. NSA B2, 1-4 Yoshi's Garden, okay.
Wollen wir mal in Yoshis Garten reingehen. Piranha-Pflanzen. Sehr gut. Da gibt es nochmal einen Pilz, den brauchen wir aber nicht wirklich. Da unten hätten wir lang gehen können. Ach so, du frisst die einfach so auf. Die Speicher. Okay. 30er Münze, das war wahrscheinlich eine Starcoin, denke ich mal. Wird wahrscheinlich in jedem Level 3 Stück geben. Da hat er das Leben vergessen, aber ist egal. Speicherpunkt haben wir. Da hat er es auch nicht hingepackt. Aber vielleicht kriege ich ja noch eine Feuerblume. Ne, noch ein Yoshi. Na gut, den brauche ich jetzt nicht. Yoshi kann ja da auf die Piranha-Pflanzen draufhüppen. So, dich können wir schießen. Jawohl, da haben wir die. Da war mein Yoshi weg. Aber ich denke mal, den wird es hier nochmal irgendwo geben. Gut, jetzt haben wir eine Feuerblume bekommen. Mein Yoshi ist aber weg. Ich hatte, glaube ich, zweimal die Chance. Ja, okay. Mit Yoshi wären wir dort oben ans Ziel gekommen. Schaffen wir natürlich jetzt nicht mehr, dass wir da oben. Ich habe zwei Starcoins gefunden. Also da war wahrscheinlich irgendwo noch eine dritte, die habe ich dann übersehen. Aber das Level hat Spaß gemacht. Bekommt definitiv ein toll. Ich denke mal, wir werden noch mehr so eine Level jetzt finden hier. Schauen wir mal. Was ist das hier? Kurz und knackig. In einer Sekunde kann man es schaffen. 96,17% Abschlussrate. Einfach nur durchrennen oder was? Sowas ist Schmutz. Sowas muss weg. Außer also steckt eine kreative Idee dahinter. Nicht wirklich. Ein paar Pfeile im Block und das Ziel? Nee, tut mir leid. Das hat ja nun überhaupt nichts mit Level bauen zu tun, also. Vielleicht steckt da irgendwas dahinter, ich hab's nicht verstanden, egal. Das bis hin, Kaisolite 5,4, ein Checkpoint, good luck, ja. Wir schauen mal, vielleicht wird das schon das letzte Level für diesen Part sein. Ah, das kann sich natürlich ziehen, ne? Das kann sich natürlich ziehen. Checkpoint haben wir schon erreicht, sehr gut. Und dann wieder diese Technik mit diesem verdammten Knochentrocken, der da, auf den ich drauf hopsen muss. Diesmal habe ich es natürlich besser geschafft. Drei Leben und durch. Super, super, geil. Also ich finde diese Level gar nicht so schwer, aber den Ersteller hat man wahrscheinlich auch schon, weil den Stil haben wir schon erkannt. Das war, glaube ich, Bowser's Kaisolite Level. Ja, auf jeden Fall hat er sich reglich unser Herz verdient. Schauen wir mal weiter, sind bei 62, vielleicht gehe ich noch bis 70. 1, 2, Yoshis Yard, was haben wir hier? Cloudy Speedrun, Skyso, Kaisolite. Hier haben wir Welt 1-3 Yoshis Grasland. Na, die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und 3 Starcoins habe ich jetzt gelesen. Steht in der Beschreibung. Stand wahrscheinlich bei den anderen Leveln auch da. Na dann. Schließen wir das mit so einem schönen, richtigen, schönen Nintendo-like-Level ab, oder? Erstmal hier ein Pilz. Oh Gott, den brauche ich. Vielleicht haben wir sogar schon eine Starcoin. Nee. Da haben wir auf jeden Fall Yoshi und ich vermute mal ganz stark, dass wir auch Yoshi brauchen für die erste Starcoin. Willst du mich veräppeln? Thank you.
Geh weg. Brauch dich nicht. Ich will meinen Yoshi wieder haben. Ah, komm auch hier rein in die Röhre. Nee. Die rote Röhre sieht es natürlich so aus, weil die ist andersfarbig, ne? Hier ist gar nichts drin. Überhaupt nichts. Doch, hier ist ein Block. Was passiert da? Ach, da oben ist wie so ein Rad. Und was soll ich da jetzt machen? Boah, ist schiefgelaufen wahrscheinlich, oder? Egal. Checkpoint nehmen wir mit. Feuerblume bekommen wir auch. So, hier. Oh, da oben wäre es noch weitergegangen. Da hätte ich nicht in die Röhre gemusst. Da wäre wahrscheinlich die... Wäre wahrscheinlich die nächste Starcoin gewesen, oder? Nee, hier nicht. Das ist aber Yoshis Haus hier auf jeden Fall, so wie ich das sehe. Haben wir den nächsten Starcoin gekriegt? Eigentlich bräuchten wir jetzt noch die 50er, aber ich vermute mal ganz stark, dass wir... Die ist dort unten. Okay, warte mal. Brauche ich wahrscheinlich einen Cooper? Nee, doch nicht. Nehme ich sie mit. Haben wir alles. Und natürlich Yoshi wieder verloren. Wir haben die Fahnenstange nicht erreicht, aber das Level hat Spaß gemacht. Und wir müssten uns wahrscheinlich die Superwelt wirklich mal anschauen. Weil das ist wirklich so eine Superwelt, die richtig so Nintendo-like gebaut wurde. Zumindest die Level, die wir jetzt gespielt haben. Also, wo sind wir denn? 69, wir gucken uns das 70 noch an. Athletik in Autumnland. Ist noch ein bisschen kompliziert, dann schauen wir uns das Kaizo Light an. Das ist auch kompliziert. Nee, komm, dann machen wir diesen Cloudy Speedrun noch mit einer Abschlussrate von. Habe ich nicht gesehen. Ich denke mal, das wird unser letztes Level. Und dann ist der erste Part in der Vorproduktion für Super Mario Maker 2. Beendet. Muss auch springen, ne? Okay. Das ist gemacht. Ah, nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte gerade sagen, refreshing. Zeit abgelaufen. Oh, das ist. Das ist. Das ist heftig, okay. Das ist heftig. 3 Sekunden noch. Okay, so ein bisschen refreshing war es, aber ist in Ordnung. Ich habe gedacht, hier kommen schon wieder hier Gegner gespammt am Ende, aber das war so ein kleiner Star Run, ne? Würde ich sagen. 18,9, ja. Und damit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Am nächsten Sonntag schauen wir uns die neuen Level an. Da können wir gleich schon mal reinschauen. Da können wir auf jeden Fall gleich schon mal reinschauen. Da machen wir nämlich genau hier weiter, weil ich das sowieso hintereinander aufnehme. Von daher, bis zum nächsten Mal. Euer Basti. Tschüssi.